liebe Kinder meiner dritten Klasse. Es ist richtig viel Schnee gefallen und Idefix steckte heute so tief im Schnee, dass man nur noch seine Ohrspitzen sehen konnte. Auch Rosina ist gerade sehr froh, dass sie ihre Wolle noch hat. Ich hoffe, ihr seid in diesen Tagen viel draußen und genießt die weiße Winterwelt. In unserem heutigen Video wollen wir hauptsächlich das bisher Gelernte weiter üben. Und dann geht's aber wieder ab in den Schnee. Wir beginnen wie gewohnt mit den Fremdsprachen. Französisch macht den Anfang. Gut, gut, petite goutte. D'où viens-tu? Claire et jolie. Je viens du nuage gris et je suis tombé sans bruit sur ton parapluie. Goutte, goutte, petite goutte, d'où viens-tu? Claire et jolie, je viens du nuage gris et je suis tombé sans bruit sur ton parapluie. Bonjour, mes chers élèves. Jetzt geht es mit Englisch weiter. Habt ihr es gezählt? 11 Farben können wir jetzt schon auf Englisch benennen. White, Silver, Yellow, Orange, Red, Brown, Pink, Purple, Blue, Green, Gray. Als erstes kommt das Gedicht dazu und für das Lied mischt schon mal vorher eure Farbkarten durch. Viel Spaß! Red and orange, green and blue, shining yellow, purple too, all the colors that we know live up in the rainbow. Yellow is a star. Yellow is the sun. Silver is the moon when the day is done. Red and yellow, green and blue, green and blue, green and blue. Red and yellow, green and blue. Silver, white and brown, orange, purple, pink and gray, pink and gray, purple, orange, pink and gray, silver, white and brown. Unser Geld. Ihr habt euch gestern mit Preisen und Preisschildern beschäftigt. Dabei gab es einen Lückentext auszufüllen und ihr solltet als Einkaufsdetektive wieder Prospekte untersuchen. Ich zeige euch einmal, wie der Lückentext richtig ausgefüllt ist. Euro und Cent auf dem Preisschild. Wenn man im Supermarkt einkauft, findet man Preise, die aus Euro und Cent bestehen. Euro und Cent sind dabei durch ein Komma getrennt. Kostet etwas 1,50 Euro, so bedeutet es 1,50 Euro. 2,99 bedeutet 2,99 Euro. 5,49 Euro bedeutet 5,49 Euro. Eine Sache noch,
Ich habe in den Text reingeschrieben, dass zwischen Euro- und Centbeträgen ein Komma meistens steht. Es kann aber auch einfach ein Punkt sein. So ist es nämlich in vielen Prospekten und das habt ihr sicherlich auch schon selbst gemerkt. Ja, das heutige Thema ist das Taschengeld. Auch da gibt es Lücken im Text, doch diese sind dazu da, dass ihr von euch erzählen könnt. Was habt ihr schon Schönes vom Taschengeld gekauft und was möchtet ihr vielleicht noch kaufen? Gibt es eine Sache, auf die ihr spart? Hier könnt ihr den Text und die Seite schön gestalten. Ich wünsche euch also wieder viel Spaß bei den heutigen Aufgaben und ganz besonders draußen im Schnee. Bis morgen!